Okay. Tja, die mal greifen Daten, vielleicht können wir daran ziehen. Nein, an der Kette hängen Dachte ich offenbar mir. beide Käfige. Ich bin nicht stark genug, sie hochzuziehen. Tja. Hoppala. Da können wir dann irgendwas beschweren. Wir müssen uns doch hier beschweren. Irgendwas mit irgendeinem Gewicht müssen wir da dranhängen. Einmal können wir scheinbar nicht dran hängen. Oh, den Raum mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch wenn das Rätsel mit den Umlenkrollen, die man nicht im Bild sieht, Ja, noch ein Rätsel, sehr schön. glaube ich, ein bisschen erklärungsbedürftig war. Gab es hier einfach sehr, sehr viele lustige Ideen, die halt irgendwie auch wieder alle auf sehr engem Raum und schön ineinander griffen. Und natürlich im Vordergrund das allererste, was mir natürlich einfällt, wenn ich diesen Screen sehe, ist, dass wir hier Spot am übelsten mitgespielt haben. Und wie er immer noch grinst bei der entsprechenden Animation, das ist das Allerschönste. Ich glaube, auf die Idee kam man ein bisschen durch die Leuchttische im Zimmer, Ja, das kann schon oder? sein. Keine Ahnung, warum. Diese Leuchttische und diese Folterbank, das sind halt irgendwie in unseren Gedanken ein bisschen, ja, da hätte wahrscheinlich ein Psychologe auch eine gute Zeit, das mal durchzuanalysieren. Ja, aber das lässt Bestimmt. ja alles mit sich machen, wie so ein guter Animator eben. Ja, außerdem ist natürlich auch hier das Zusammenspiel zwischen Cedric und Bobby wieder ganz entzückend. Und dann noch mal Können Norm Bobby hier an der hier Tür. holen. Macht da nicht so einen Lärm da drinnen. War sehr schön. Oder passiert das erst später in der Tischordnung? Nee, das passiert hier schon, Das ne? passiert hier schon, ja. Ja. Okay, wir müssen Bobby abholen, wie es auch schaut. Und in den Kerker bringen. Ich meine, verdient hätte es. Bobby, magst du mitkommen? Komm da raus! Das ist keine so gute Idee. Irgendwer muss deine Aktionen ja von einem sicheren Ort aus koordinieren. Und wer wäre. Die Kuh da drüben? Ah, Kommst du mit? Sedgwick, kommst du voran? Tja. Ich war beim Astronom. Ich werde das Gefüge von Raum und Zeit flicken. Ich dachte, das kann nur der König. Tja. Ich werde es trotzdem versuchen. Das ist sehr nobel von dir. Sinnlos, aber nobel. Ich habe dir wahrlich viel beigebracht. Bleib du ruhig hier. Ich gehe die Welt. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Okay, wie kriegen wir den Bobby hier raus? Die Toten sind auferstanden, um mich zu holen. Sei nicht so ein Feigling. Was könnten die Toten schon von dir wollen? Na, was alle Toten wollen, den Lebenden ihren Mut rauben und sie in Angst und Schrecken versetzen. Na, das dürfte bei dir ja nicht allzu lange dauern. Wie nehmen wir denn Bobby jetzt mit? Kneifzange. Vielleicht hilft uns diese Zange weiter. Ja, du könntest dir ein sicheres Versteck bauen. Danke, Bobby. Du bist mir eine große Hilfe. Dafür bin ich ja da, mein kleiner Freund. Aha. Ich hole lieber nicht mit Gewalt daraus. Wer weiß, ob er überhaupt eine Hose anhat. Okay, ist fast kaputt machen. Geht nicht. Ah, da muss ich endlich mal. Vielleicht hilft uns diese Säge weiter. Ja,
Du könntest dir ein sicheres Versteck bauen. Danke, Bobby. Du bist mir eine große Hilfe. Dafür bin ich ja da, mein kleiner Freund. Eine sehr große Hilfe. Tja, aber wie... Wir haben einiges Futterwerkzeug übrigens. Darf ich mal sehen? Nein, der eignet sich nicht als Versteck. Such dir lieber etwas Größeres, wie dieses Fass hier. Aha. Leine haben wir noch nicht versucht. Vielleicht hilft uns diese Leine weiter. Ja, du könntest dir ein sicheres Versteck bauen. Danke, Bobby. Du bist mir eine große Hilfe. Dafür bin ich ja da, mein kleiner Freund. Ich glaube, bei dem kommen wir auch nicht weiter. Dem kommen wir gerade wirklich nicht weiter. Und das müssen wir doch mit dem Skelettarm und so anfangen können. Und wir müssen doch das Rätsel hier bewältigen können. Strickbank, die haben wir uns schon angeguckt. Ja, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Einen Haken und Olivenbusch. Können wir Spot hier irgendwie einsperren? Pfui, Spot, aus! Nein, das ist kein Kauknochen. Spot müssen stricken. Selbst wenn ich wollte. Spot ist viel zu klein. Den könnte ich dann niemals einspannen. Tja, hat doch mal seine Vorteile, klein zu sein. Aber dann gehe ich mit dir. Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein? Ach, Spot, du bist wirklich eine tapfere Raupe. Ja, den Handtuch, Spot, mal ein bisschen schrecken. Verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Okay. Verflucht, ja, ich müsste... Du willst Spot an der Folterung fixieren? Die ist lang genug, die ist lang genug. Da muss ich mir doch einige Fragen stellen. Wir können den aufspannen. Die benutzt man, indem man Gefangene draufspannt. Verflucht, er hält nicht. Müsste ihn noch Wie sie fixieren? Aber was zum... Warum? Etwas zum drauf fixieren. Die Streckbank ist zu robust. Tja, also, wenn wir jetzt wirklich die kleinen Armspots foltern. Die Streckbank ist zu robust. Ich blick's gerade wirklich nicht mehr. Wir sollen ihn aufhängen, aber irgendwie will es dann doch nicht. Spot auf die Streckbank packen. Okay, wozu und warum und verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch Aber willst du ihn denn fixieren? Habe ich nicht schon genug. Das ist ja skandalös. Okay, scheinbar irgendwie nicht. Bobby kriegen wir auch nicht hin. Spot kriegen wir auch nicht aufgespannt.
Tja. Da fällt mir auch nichts mehr ein. Ein Olivenzweig irgendwie zu kommen. Von draußen kommen wir nicht ran, oder? Nee, sieht nicht so aus. Zurück zu dir. Ah, Sedgwick, kommst du Du machst voran? nicht wirklich mitkommen. Bleib du ruhig. Halte dich immer an das, was ich dich gelehrt habe. Okay. Labyrinth. Haben wir es jetzt übersprungen? Das ist die richtige Variante. Das ist jetzt hier die Lösung oder was? Man kann es jetzt überspringen. Das ist natürlich sehr praktisch. Ja, das ist jetzt nochmal der Aber Close-up was bringt das, von wenn wir einem den jetzt übersprungen haben? dieser Minigames, Ich komme dieser nicht mehr oft durch. diskutierten. Wusstest du übrigens, Zeit, dass dass ich Schluss mache. Lucas Film Games, als sie sogar noch Lucas Film Games hießen, auch ein Pipe Dreams Spiel gemacht haben? Ein Pipe Dreams Klon? Ja. Ja, naja. Den Okay. gab es. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber. Doch, ich erinnere mich. Irgendwas in den 90ern. Pipe. Ja, Pipe irgendwas. Bla. Ja, richtig. Ja. Ja, Pipe Dreams war natürlich immer die Wucht. Das hier ist nicht ganz Pipe Dreams. Aber. Man kann immerhin so eine Art Rohrlabyrinth zusammensetzen. Das ist ja auch was. Und nochmal ein bisschen Zerstreuung, denn es geht ja auch demnächst dann gleich ins Eingemachte. Also haltet ruhig durch. Und wer es schafft, halt möglichst lange seine Finger von dem Kreuz oben rechts zu lassen, der hat sich danach auch wirklich den Belohnungskeks verdient. Redlich Habe ich verdient. wohl scheinbar nicht. Tja. Kommen wir auch nicht weiter. Farbe haben wir gemischt. Das Wappen repariert. Da sind wir endlich in Corona angekommen und ja, der Spaß geht weiter. Wir da oben noch was vergessen, was wir vielleicht bräuchten? Oh, ein Mondornament. Okay, scharfes Mondornament, da haben wir eine Sichel. Können wir damit irgendwas verunstalten? Strickbank fixieren. Sie zu schmücken würde sie nicht netter machen. Höchstens Mob. Verfluchter Hedge müsste ihn noch. Sie zu schmücken, höchstens. Ach, ich verstehe es doch auch nicht. Soll ich den in die Kiste sperren hier und den Käfig öffnen? Und nun?
Warte, kommt der Spot nicht rein? Der Spot, der ist hier. Pfui, Spot, aus. Das ist kein... Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und nächsten Stream wieder. Habt noch einen tollen Tag. Ja, damit mich nach oben sozusagen gefallen haben. Man sieht sich. Haut darin. Ciao. So. Hier waren wir hängen geblieben. Im Kerker war es. War da nicht im Kerker? Hatten wir irgendwas, was wir tun sollten? Ich erinnere mich noch, da sind wir beim letzten Mal hängen geblieben. Willkommen zurück zu einem neuen Part übrigens, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme mit dem Zwergenfürst. The Whispered World. So, dem Bloodspot, den wollten wir da mal auf die Streckbank legen. Verflucht, er hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie fixieren. Ja, fixieren. Das haben wir durch das letzte Mal alles ausprobiert. Scharfe Mondornament, die Sichel hier. Mit der Hand ging das auch nicht. Die Hand mit irgendwas, mit der Säge kombinieren. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Hier mit der Zange. Sieh mal einer an. Die Zange passt perfekt in seine Hand. Also, okay. Können wir jetzt irgendwie den mit der Zange, können wir den Platzbot mit der Zange. Der hält nicht. Ich müsste ihn noch irgendwie... Können wir den mit der Zange fixieren? Die Streckbank ist zu robust, um sie damit zu demontieren. Ah, okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nagelbrett. Können wir da noch was anfassen? Mal die Nägel anfassen. Aua! Ihr geht nein. Ohne Werkzeug bekomme ich die Nägel da nicht ab. Nägel ab? Oh. Sekunde, wir haben doch hier eine Hand mit... Na, dann wollen wir dem Patienten doch mal ein paar Zähne ziehen. Ui, sehr schön. Ein Nagel, noch Nagel, noch Nagel. Oh, vier Nägel. Wir haben vier Nägel im Inventar und wir haben einen Bloodspot. Können ja mal versuchen, hier mit den Nägeln. Damit könnte ich irgendetwas an die Streckbank pinnen. Aber was? Ich hab da so eine Idee. Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Oh nein. Cedric, willst du wirklich? Er will wirklich. Oh nein. Jetzt haben wir den armen Spot. Oh, du siehst ziemlich fröhlich aus. Aber wir haben ihn da festgetackert. Festgetackert. Ja. Inner World lässt grüßen. Wir haben ihn da festgemacht. Er scheint sich da ganz wohl zu fühlen. Der Puki, der mag irgendwie keine, ich weiß nicht, ob Spot irgendwie ein Tier ist, aber der Puki, der mag irgendwie keine Tiere und keine Lebewesen. Das ist der in seinen Spielen, der ist hier. In Deponia werden hier überall Tiere gequält. In Deponia Doomsday, was ich gerade spiele, hier eine Ziege verkloppt, ein Vogel wird durch die Scheibe geschmissen. Es ist halt einfach, was hast du gegen Tiere, Puki? Und jetzt mit der Zange hier den Spot einfach mal. Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Aber wie soll ich dann die Zange bedienen? Ah, okay. Erstmal mit der Säge durch Was? Spot. Nein, ich will ihn doch nicht wirklich foltern. Ich will lediglich den Flüsterstein aus ihm heraus operieren. Okay, ich dachte da einfach mal sägen. Okay, nehmen wir den Spot wieder ab. Vielleicht das Brett sägen oder so. Oha. Okay. Super. Jetzt habe ich eine Streckbank mit Durchreiche und eine Muskelzerrung. Sehr schön. Okay, dann können wir doch jetzt bestimmt den Spot wieder... Ja, das könnte klappen. Vielleicht bekomme ich auf diese Weise ja den Flüsterstein aus ihm heraus operiert. Ah, sehr schön. Dahinter die Fackel, das leuchtet jetzt hier durch. Unten haben wir... Da sehen wir den Flüsterstein, der kleine schwarze Fleck, den wir hier haben. Sehr schön. Na dann, also mit der Zange. Hm,
Damit käme ich wohl weit genug in seinen Magen hinein. Aber wie soll ich dann die Zange bedienen? Haben wir hier noch irgendwas? Ein Seil vielleicht? Ich knote das Seil an die Zange. Dann kann ich die Knochenhand als Verlängerung benutzen und die Zange aus der Ferne bedienen. Klingt sinnvoll. Stuhl mit Knochenhandzange. Okay, und jetzt hier... Na dann, Augen zu und durch. Das tut mir jetzt mehr weh als dir, Kumpel. Wobei, nicht unbedingt im wörtlichen Sinne. Nanu, wer sagt's denn? Der Flüsterstein. Endlich habe ich ihn wieder. Das ging ja relativ blutlos und schmerzlos und ist ja noch... Er sieht ja noch ziemlich ganz aus. Ist ja relativ wenig passiert. Der gute Spot, der sieht noch ganz in Ordnung aus. So. Na dann müssen wir immer noch dieses Käfigrätsel hier machen. Das ging immer noch nicht hin. Wofür wir das brauchen, weiß ich auch noch nicht, aber... Da müssen wir irgendwas als Gewicht dort hinten dranhängen. An den Haken. Da ist der Haken. Wenn der Eimer geht nicht, den kann man da nicht ranhängen. Vielleicht hängt hier ja irgendwo wieder Opas Hose rum, die wir dafür gebrauchen können. Natürlich. Oh, Hose des Boten. Ist gar nicht mehr Opas Hose. Ich bin enttäuscht. Nicht mehr Opas Hose. Es gibt hier eine flammende Kritik hier gegen Pookie und Stella Lake. Pookies Hose wäre noch besser. Aber nicht Opas Hose. Ich versuche mal hier die aufzuhängen und tun das Spot dort rein. Dann haben wir ein Gegengewicht. Dann können wir, was auch immer das bringen soll. Cool Spot. Hier mal rein. Oh, sehr schön. Aha. Ja, vielleicht können wir Spot jetzt. Sehr schön. Jetzt einsteigen in den Käfig. Können wir uns hoch transportieren. Und nun? Und nun mach dich schwer. Was? Okay. Was zum... Den Olivenast wollen wir irgendwie abkriegen. Nein, so wird das Bot nur aus den Hosen... Aha. Okay, wenn wir jetzt hier drin stehen... Und nun? Wenn Spot sich schwer macht, dann bleiben wir unten und der Käfig geht hoch. Was ist, wenn wir jetzt Spot hier rausnehmen? Wenn wir jetzt... Nee, das bringt ja nichts. Wenn wir jetzt Spot leise leichter machen. Okay. Ach, vielleicht können wir dann hoch, wenn es irgendein... Nee, können wir nicht, oder? Wenn wir jetzt schwerer machen... Aber sobald wir hier hinaussteigen. Können wir Spot vielleicht in die. In den Käfig tun und dann uns selbst an die Hose hängen oder. Soll ich dich hier drin verstecken, bis der Weltuntergang vorbei ist? Nein? Ach, Spot, du bist wirklich eine tapfere Raupe. Das bringt dir mal so absolut gar nichts. Vielleicht können wir hier eine Kuppel haben wir auch noch drin. Okay, den Skelettarm haben wir jetzt verbraucht. Vielleicht können wir jetzt mit dem Kuhfuß. Keine Chance. Von hier aus komme ich da nicht ran. Ja, vielleicht vom Nagelbrett aus, aber wie sollen wir? Er hat mir bereits die Hand etwas wörtlicher. Tja, Mit der Sichel könnte man sicher prima Oliven ernten, wenn sie in Reichweite wären.
Der Käfig ist verriegelt. Was auch sonst. Können wir selbst in die Hose einsteigen? Ich lasse sie besser, wo sie ist. Sie erfüllt bereits ihren Zweck. Und nun? Jetzt wieder das Putz dort rein. Irgendwas muss doch jetzt hier. Dann ist das hier oben. Aha. Verstehe das einer. Okay, und ich jetzt hier einsteige. Und nun? Kann ich die Käfigtür wieder zumachen oder so? Oder können wir vielleicht, wenn wir oben sind, irgendwas ausrichten oder. Okay, jetzt ist das hier unten, aber sobald wir aussteigen. Puh. Das ist genau das. Können wir da irgendwas reinlegen, dass das dann flippt oder so? Ich weiß es nicht. Also Spot, der ist glaube ich schon irgendwie. Oder vielleicht den Eimer hinstellen. Puh. Bei der Hitze kann man auch ja nicht richtig nachdenken. Soll ich dann durch Rätsel hier? Nein, die Hose ist schon ver. Okay, ich würde doch den Eimer reinstellen. Warum sollte ich das hier ein? Ich kann es bestimmt noch. Warum sollte ich das hier? Ich kann es bestimmt. Einen Käfig dran machen, damit die. Ich schätze. Ein Knochenstumpf. Wie hast du den Ersatz? Was denn? Kein okay. Danke? Du bist doch nicht etwa nachtragend, oder? Das könnte eine Möglichkeit sein, wenn wir jetzt hier einsteigen. Ein Käfig. Der dann mit der Sichel. Mit der Mondsichel. Und nun? Sehr schön. Und jetzt nehmen wir uns hier die Oliven. Und was wollten wir damit nochmal machen? Und was wollten wir damit machen? So, komm mit Spot. Raus aus der Hose. So, weiter geht's. Und was wollten wir mit den Oliven machen? Leeres Fläschchen. Es gibt nicht viel, was man mit Oliven anstellen kann. Und das gehört nicht dazu. Vielleicht irgendwas dort hinten im Trankzimmer? Ich glaube, dazu war das irgendwo gut. Irgendwo im Trankzimmer könnten wir was damit machen. Ja, das könnte funktionieren. Aha, und was daran. Also jetzt funktioniert. Ach so, mit Feuerspot jetzt vielleicht. Und los geht's. Bisschen Olivensaft. Geschafft. Ich habe mein eigenes Olivenöl destilliert. Die Frage ist nur, wie komme ich da oben ran? Oh je. Mit dem Kuhfuß. Nein, ich komme nicht ran. Tja, also mit einer Kurbel irgendwas hochkurbeln. Den Kuhfuß die Kommode auf. Brauchen wir gar nicht. Ist schon auf. Nein, ich komm. Wie kommt man da jetzt ran? Was werfen? Nein, ich komm. Ein Flüsterstein-Weitwurf. Nein, nein, nein. Ich benutze den Flüsterstein bestimmt nicht als Wurfgeschoss. Ich muss damit immerhin noch die Welt retten. Tja, aber. Die Nägel. Nein, ich komme nicht ran. Hämmer werfen.
Nein, ich komme. Spot, magst du vielleicht in der Kugelform? Oh je, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's? Oh nein. Hoppala. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Und wo... Wohin? In den Trug. Oh je, außer den Scherben ist von meinem Destillat nichts mehr übrig. Was mache ich denn jetzt?